Ich liebe den Wolf, weil der ist einfach nur so stark. Wird sofort erledigt. Riesige Wölfe, yay! So, hier können die noch ein paar Pagoden ranschicken. Dorthin ein bisschen vorrücken. Wichtig ist es natürlich, hier Stellungen zu halten. Nein, Lemming, ich dachte schon. Hier könnte ich auch noch ein bisschen vorrücken. So. Und der Gegner greift uns schon mal an. Mit einer Kreatur. Der war jetzt wirklich sehr... Ah, doch, da kommen noch ein paar mehr. Verdammt nochmal. Ihr bewacht jetzt diesen Punkt. Punkt aus Ende. Und ihr bewegt euch nicht vom Fleck. Ihr auch, ihr bewacht diesen Punkt. Und ich produziere noch ein paar Einheiten. So, ich gehe jetzt nicht unter 500. So, hier ist der Genverstärker. So heißt das Ding. Und den müssen wir an uns bringen. Die beiden gehen mal dorthin. Greift sie an, vernichtet sie. Die Kreaturen werden angegriffen. Bam. Da kommen noch mehr. Ich finde es einfach nur gut, dass meist die schnellen Einheiten zuerst kommen. Und dann erst die langsamen. Und die langsamen sind oft öfter zäher als die schnellen, weil. Ja, ist halt so. Ah, Keutier! Du stirbst! Keutier ist nicht tot, du hast zwei Lebenspunkte. Du gefällst mir, mein Freund. Du wirst jetzt hier die Basis bewachen. Fertig. Weil du mir gefällst. Ja, los, mach mal Platz für den armen Kleinen. Du mach mal dem viel Platz. Du mach mal dem viel Platz. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mit Gehilfen geht das Kohlescheffeln natürlich viel, viel schneller vonstatten. Bergschwein. So. Mal einfach von den Viechern bauen. So, man kann natürlich auch warten, bis der Gegner einfach keine Kohle mehr hat und dann angreifen, aber bis dahin ist man meistens schon tot, weil die Entwicklungsstufen rangieren von 1, also noch nicht bis 5. Und in den späteren Entwicklungsstufen kann man einfach so richtig, richtig gute Kreaturen bauen. Oh, ich freue mich schon auf. Und dann baut man einfach einen Batzen von diesen Kreaturen dann einfach auf den... auf den Stützpunkt losschicken und alles zertrampeln, alles niedermachen, alles kaputt hauen. Die Kreaturen werden angegriffen. Der greift mich mit Keulmengen an, was soll das? Die halten nichts aus. Die sind sofort tot, also fast sofort tot. Oh, ich freue mich schon auf die spätere Mission, wo ich einen größeren Genpool zur Verfügung habe. So, wir rücken jetzt. Kommen da Kreaturen? Die Kreaturen werden angegriffen. Ich rück jetzt einfach mal ganz, ganz böse vor. Bewegen, angreifen. Man muss vorsichtig sein, weil wenn man eine Technologie an sich bringen muss, dann darf man das Gebäude nicht vernichten. Was macht ihr da? Ach, was machst du da, du Spaten? Du musst die Kreaturen angreifen, nicht die Gebäude. Hm. Ich mach mal jetzt einen Rush auf die Basis. Werden angegriffen. Rush auf die Basis, habe ich gesagt. So, einfach mal. Bam! Auf den Typen da, los! Beziehungsweise ich stelle mich hier hin. Weil hier muss der Gegner vorbei, wenn er was machen will. Zack. Und die Grafik, oh mein Gott. Yay! Schau dir mal die Viecher an. Für die damalige Zeit ist das noch sehr, sehr gute Grafik. So, Lucy, wo bist du? Was kann ich Lucy, geht dorthin und besorg uns die Technologie. So, Genverstärker. Weit die Hutens, Leute. Das Ding wird nicht mehr lange stehen. Und jetzt? Und du suchst gefälligst den Wolf. Such gefälligst den Wolf. Den brauchen wir nämlich. Bam, 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 bam. Einfach kaputt machen. Oh, 17 Minuten schon. Wir haben fast nichts erreicht. Außer, okay. Aber wir haben schon einiges erreicht. Ich korrigiere mich. Ah, Wolf, wo bist Kein du, Problem. Mein Lieber? Okay. Das ist ein Lemming. Wird sofort erledigt. Auch aber den Wolf. Ziel erreicht. Ich habe jetzt die Pläne für den Genverstärker, Rex. Ein beeindruckendes Nein, du kannst Stück doch nicht sabotieren. Whitey Hooten hat also wahrscheinlich nichts damit zu tun. Ah, das ist der Wolf. Haben, ihn. Ich mehr sammel ihn, sammel ihn. Fertig. Sehr schön. An die Arbeit. Ziel Sehr. Erreicht. Gute Arbeit, Boss. Nee, das hat Hand und Einfach zurück ins Labor. Jetzt kann ich viel zähere Kreaturen bauen und
Soll ich es wagen? Soll ich die Basis jetzt schon mal angreifen? Ne, wir greifen zuerst mal das Ding hier an. So, einmal mal kaputt fetzen, damit er nicht so viel Strom bekommt. Bam, tot. Zack und tschüss. Und das noch kaputt machen. Ich glaube, die Kreaturen bleiben trotzdem verstärkt, aber ich kann Kreatur nicht so, nicht mehr so. Kann sie einfach nicht mehr weiter verstärken. So. Das wollen wir doch mal weg haben. Sehr schön. Ich gehe jetzt mal rein, stelle eine neue Kreatur. Nämlich eine Kreatur aus dem Wolf. Und aus dem Berglöwen. Und nein, das sieht dann ungefähr so aus. Mehr Gesundheit bringt viel. Ich will mehr Gesundheit haben. Wolllöwe. Ha, du bist ein Wolllöwe. Sehr schön. Zack, zack. Bild machen und tschüss. Finde das Modell vom Wolf. Naja. Könnte schöner sein. Zurück. Jetzt ganz, ganz viele Wolllöwen produzieren. Die Kreaturen werden angegriffen. So. Bam, bam, bam. Denn die Viecher sind stark. Hier haben sie auch der Stärke nach aufgelistet. Jep. Oh, das wird so ein tolles, tolles Gefühl. Jetzt. Wow, was? Die Sachen hier fallen Sachen um. Ich glaube, ich beende nach dieser Sequenz die Aufnahme. Yay! Also Sequenz. Nach dieser Mission, die Aufnahme. Dann kommt nämlich natürlich noch eine Sequenz und Fasel, Fasel, blubber, blubber. Bla bla bla. So ein paar Wolllöwen. Ich könnte jetzt auch mal lustig sein und Lucy sagen. Lucy, komm bei uns und Genverstärker. Das mache ich jetzt auch, damit ihr seht, was sofort man da machen kann. Genverstärker sind doch recht nützliche Sachen. Yay, Wölfe am Rudeljagd. Das macht sie einfach nur gefährlich. Yay. Es müssen 4 Kreaturen sein, nicht 3, 4. Und jetzt stürmen wir einfach mal die Basis. So, Sturm. Du auch, stürme die Basis. Ihr mit Hilfe des Genverstärkers können wir unsere Kreaturen auf einigen Schlüsselgebieten verbessern. Dr. Tschannikow konnte über diese Art von Technologie nur spekulieren. Probieren Sie sie ruhig aus. Überprüfen Sie außerdem von Zeit zu Zeit den Genverstärker. Ich werde weiter daran herumbasteln und vielleicht können wir ja unsere Genschablonen noch ein wenig verfeinern. Mach mir Angriff. So, Lucy. Die Kreaturen werden angegriffen. Der Gegner ist eh tot. Der hat keine Chance gegen uns. Ach, das ist so ein überwältigendes Gefühl. Die Kreaturen werden angegriffen. Der Gegner einfach mal nichts machen kann. Weil er einfach nur überrollt wird von meinen Einheiten. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Ja, jetzt haben sie mehr Attacke. Huhuhu. Ich gebe noch ein bisschen mehr Gesundheit. Ich verschwende Kohle. Einige Sachen sind pure Kohleverschwendung. Ziel erreicht. Was hat er? Kein Labor? Oh Gott. Jetzt. Tschüss, Isla Xenum. Okay, lassen Sie uns hier verschwinden. Wohin? Ich bin wegen meines Vaters hier. Wir sollten zu diesem Labor zurückkehren und uns dort umsehen. Julies Männer werden sicher dort nach uns suchen. Darauf können sie Gift nehmen, Lucy. Klar. Aber Rex hat hier einen guten Punkt. Und das ist so lustig. Wo seid ihr? Hallo. Juhu. Wenn ihr tot seid, bringe ich euch um. Von Spaten. Ja, der Huten, der ist nix, der nicht der hellste. So, Taru, Sie haben gewonnen. Wir brauchen Frau 21 Minuten. Oh mein Gott. Gut, dann verabschiede ich mich für vorerst. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Impossible Creatures. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss, Leute.